Ja, hallo, Michael Kotze, der Rucksackunternehmer. Willkommen an diesem fantastischen Tag zum besten Video aller Zeiten. Heute schauen wir uns eine Doku an über John D. Rockefeller. Und natürlich habe ich schon mehrere Dokus gesehen. Und umso geiler ist es natürlich. Und ich war natürlich auch schon in New York im Rockefeller Center oder so, ne? Mit der Schlittschuhbahn oder so, den großen Weihnachtsbaum, Lego Store dort, eine Straße weiter. Es könnte noch zum Rockefeller Center gehören. Nintendo Store und so. Sehr, sehr cool. Also, wenn es das Thema ist, dann weiß ich das auf jeden Fall. Da war ich auch schon mal. Und ja, ich habe auch schon mal seine Geschichte gehört. Ein Daumen runter, zwei hoch. Für so viel Arbeit, ja, finde ich das sehr schade. Also schauen wir einfach mal. Voll der Tänzer. Lass ein Like da, wenn du mich tanzen sehen willst. Und hey, abonniere mich, wenn du weitere Tänze sehen willst. John D. Rockefeller. Ich glaube, es ist meine Aufgabe, immer mehr Geld zu verdienen und das Geld, das ich verdiene, für das Wohl meiner Landsleute so einzusetzen, wie es mir mein Gewissen befiehlt. Ein Zitat von John Rockefeller. Ich würde gern wissen, wann er das gemacht hat, bevor er das Imperium. Er hat ja vorher, glaube ich, kommt bestimmt gleich, ne? So einen guten Handel gehabt oder so, bevor er im Ölbusiness eingestiegen ist und so. Und sein Vater hat irgendwie so, war so ein Quacksalber oder so, der über ein Land gezogen ist, wie so ein Western oder so, und hat den Leuten irgendwie einen Kack verkauft, was nicht funktioniert. Ja, schauen wir mal. John Rockefeller ist heute sowohl für seine Spendenbereitschaft als auch für sein unvorstellbar großes Vermögen bekannt, das er durch seine Dominanz in der Ölbranche geschaffen hat. Die Errichtung der University of Chicago, Rockefeller University, das Spelman College, die Rockefeller Foundation und das Peking Union Medical College sowie die Entwicklung eines Impfstoffs gegen Gelbfieber. Aber auch die Das mit dem Impfstoff wusste ich zum Beispiel jetzt nicht. Ausrottung der Hakenwurmkrankheit und des Baumwollkapselskäfers gingen auf das Konto seiner Großzügigkeit. Im November 1917 schätzte Rockefeller, dass sein Nettovermögen 3 Milliarden Dollar betragen würde, wenn er nicht so große Summen Non-Profit-Organisationen und seinen Erben hätte zugutekommen lassen. Und das wäre dann der reichste Mann, der jemals gelebt hat. Ne? Also zu dem Zeitpunkt 3 Milliarden ist viel mehr, wie dann halt heute die ganzen hundertfachen Millionäre mittlerweile schon oder so haben. Ne? Ich meine, die Kaufkraft war, ein Dollar war damals noch viel. Rockefeller starb 1937 mit einem Nettovermögen von 1,4 Milliarden Dollar. Einer Summe, die damals ein 65stel des Bruttosozialprodukts der Vereinigten Staaten entsprach. Cool. Gemessen daran war er der reichste Amerikaner aller Zeiten. Bemerkenswert ist ferner, dass Rockefeller nicht nur sich selbst, sondern auch 5 andere Menschen auf die Liste der reichsten Amerikaner aller Zeiten katapultierte. Das ist übrigens sehr cool. Das war ja bei Microsoft auch. Ne? Microsoft, Apple und so. Aus so einem Konzern sind ja manchmal sehr viele Milliardäre entstanden und so. Weder Leute, die sich vorher beteiligt haben oder Leute, die früh eingestiegen sind oder so große Aktienpakete. Aber wenn man mal guckt, wie viele Leute von Microsoft auf Milliardäre sind. Milliardäre. Das sind doch schon etliche. Schau einfach mal in die Liste nach oder so. Dann siehst du immer, dass dann halt immer so ein paar Leute immer von einem Konzern sind oder so. Dass das überhaupt nicht so viele verschiedene Konzerne manchmal sind. Henry M. Flagler, Oliver Payne, Henry Rogers und John Rockefellers Bruder William wurden als Partner von Standard Oil reich. Edward Stephen Harkness kam auf die Liste der reichsten Amerikaner, weil er einen großen Anteil an der Firma seines Vaters erbte. Der erfolgreiche Clevelander Lebensmittelhändler Rockefeller wurde, als die Ölraffineriebranche noch in den Kinderschuhen steckte, in diesen Industriezweig hineingezogen. Es dauerte nicht lange,
bis er erkannte, wie wichtig ein dominanter Marktanteil ist und begann, ihn dementsprechend auszubauen. Die Vorteile der Marktdominanz lagen zum ersten Mal ganz offen zutage, als es um den Transport von Rohöl zu raffinieren und von raffiniertem Öl zu den Märkten ging. In den ausgehenden 1860er Jahren versuchte die Pennsylvania Railroad, den Transport von Rohöl von den Regionen um Pennsylvania zu monopolisieren, indem sie die Raffinerien in New York und Philadelphia, die an ihren Strecken lagen, für ein Geschäft zu interessieren versuchte. Die meisten der Ölraffinerien in Cleveland gerieten in Panik, weil sie befürchteten, dass ihnen der Zugang zu Rohöl abgeschnitten würde. Rockefeller hingegen schlug aus der Situation Kapital und verhandelte mit den beiden Eisenbahngesellschaften New York Central's Lakeshore Line und Jay Gould's Erie Railroad, die sich weiterhin auf Cleveland orientierten. Rockefeller und sein Teilhaber Henry Flagler holten geheime Preisnachlässe zwischen 30% und 75% des offiziellen Preises heraus. Im Gegenzug sicherten Rockefeller und Flagler ihnen große und regelmäßige Ladungen zu. Dieses stetige und kalkulierbare Geschäft ermöglichte den Transporteuren beträchtliche Betriebseffizienz zu erzielen. Rockefeller beendete damit die Bedrohung, die von der Pennsylvania Railroad für die anderen mit dem Öltransport befassten Eisenbahngesellschaften ausging und sicherte sich außerdem selbst einen immensen Kostenvorteil. Obwohl Rockefeller bereits der weltweit mächtigste Raffineriebesitzer war, war seine Produktion nicht groß genug, um das Transportvolumen, das er im Gegenzug zu den ihm zugesicherten Rabatten versprochen hatte, zu decken. Deswegen verpflichtete er sich, seine Transporte mit denen von anderen Raffinerien abzusprechen. Rockefellers Neigung, Wettbewerb durch Koordination zu ersetzen, beschleunigte den Anstieg der Gewinne und verringerte die Einstiegskosten derart, dass viele neue Akteure in das Geschäft mit dem Öl gelockt wurden. Bis 1870 hatte sich die Raffineriekapazität auf das Dreifache des Volumens der Rohölproduktion aufgebläht. Nach Rockefellers Schätzungen hatte dies bei 90% der Raffineriebesitzer einen finanziellen Verlust zur Folge. So ein ganz klein bisschen schneller hätte das so. Irgendwie so, sollen wir das ein bisschen schneller abspielen oder so ein bisschen... Also ein bisschen mehr Action könnt ihr da reinbringen, oder? Also wie gesagt, das ist ja eine interessante Geschichte. Ich habe ja andere Dokus gesehen schon, wie er das dann halt die Verträge gemacht hat mit der Bahn und wie er die gegeneinander ausgespielt hat. Und wo dann nachher, vielleicht, das wird gleich noch kommen oder so, die Bahn dann halt ihn versucht hat auszuspielen oder so und er hat dann Pipelines gebaut und so. Also das sind ja so interessante Faktoren, wo du echt so viel lernen kannst und er bringt das so ein bisschen lahm. Na, sorry. Rockefellers Plan gegen die Einnahmeeinbußen war, den vorherrschenden, ruinösen Konkurrenzkampf durch den Zusammenschluss der Raffinerien zu beenden. Er begann mit seinen eigenen Unternehmen, die er zur Standard Oil Company Ohio zusammenschloss. Damit war ein großer Schritt getan für die immensen Summen, die für sein Projekt erforderlich waren. 1872 trieb Standard Oil ein Bündnis mit den drei führenden Öl transportierenden Eisenbahngesellschaften voran, die heftigen Preiskämpfe untereinander satt hatten, die Pennsylvania, die New York Central und die Erie. Dieses Bündnis mit den Transporteuren, das als South Improvement Company bekannt ist, erhöhte
über Nacht die Frachttarife für alle Raffinerieeigentümer drastisch, garantierte aber Rabatte von bis zu 50% für SIG-Mitglieder. Für Kritiker noch unerhörter als der Monopolkapitalismus selbst ist die Tatsache, dass das Bündnis der SIG-Mitgliedern Rabatte auf jedes Barrel Rohöl einräumte, das Nichtmitglieder transportieren lassen wollten. Zusätzlich zu diesen enormen Kostenvorteilen sollte Rockefeller detaillierte Informationen von der SIG über die Transporte von Nichtmitgliedern erhalten, um die Preise der Konkurrenz zu unterbieten. Innerhalb von 2 Monaten brach der Widerstand der Raffineriebesitzer von New York, die South Improvement Company, auf. Vorher hatte Standard Oil jedoch 22 von seinen 26 heimischen Konkurrenten aufgekauft. Die Konkurrenten verstanden wohl, dass sie, wenn sie nicht verkauften, von Rockefeller überfahren werden würden. Mitte 1872 beherrschte Standard Oil das Ölgeschäft in Cleveland, das mittlerweile das größte Raffineriezentrum des Landes geworden war. Rockefeller aber gingen trotzdem die üblichen Preisschwankungen im Ölgeschäft mit ihren Auswirkungen auf die Rentabilität gegen den Strich. Es tangierte seinen Ordnungssinn. Ein neuer Organisationsplan war vonnöten. Den ersten seiner Pläne, der auf freiwilliger Begrenzung der Produktion beruhte, lehnte die Raffineriebesitzer aus Pittsburgh ab. Ein weiteres mögliches Mittel der Rohölproduzenten, ihren Gewinnspannen beizubehalten, war, die Produktion so zu managen, dass sie in der Lage waren, Preisstabilität herzustellen. Zu Rockefellers Enttäuschung erwiesen sich die Rohölproduzenten aber auch hierzu als unfähig. Schließlich kam Rockefeller zu dem Schluss, dass es die einzige praktikable Lösung ist, auf nationaler Ebene selbst die Kontrolle über die Raffineriekapazitäten zu übernehmen. Standard Oil schlug Kapital aus der auf die Börsenkrise vom 18. September 1873 folgenden Depressionen und kaufte Konkurrenten außerhalb von Cleveland auf. Ja, wenn die Konkurrenz nicht mitmacht, kauft sie einfach alle auf. Ja, geht auch, oder? Rockefellers Taktik bestand unter anderem darin, den Kandidaten Einblick in seine Bücher zu gewähren. Wenn sie einmal erkannt hatten, dass seine Produktion so effizient war, dass er unter ihren Kosten verkaufen konnte und immer noch Gewinne erzielte, verloren sie die Hemmungen, das Geschäft abzuschließen. Das Standard Oil Ohio war es gesetzlich nicht erlaubt, Aktiva außerhalb ihres Bundesstaates zu besitzen. John Rockefeller war jedoch nicht der Typ, der sich von derartigen gesetzlichen Barrieren abschrecken ließ. Er wies die aufgekauften Firmen an, unter ihren etablierten Namen weiterzuarbeiten und keinerlei Informationen über ihre Einbindung bei Standard Oil weiterzugeben. 1874 gewann Rockefeller bei einem geheimen Treffen die Kontrolle über die führenden Raffinerien in Philadelphia und Pittsburgh. Seine neuen Filialen machten sich abwechselnd daran, ihre lokalen Konkurrenten aufzukaufen. Innerhalb von 2 Jahren fiel die Zahl der unabhängigen Raffinerien. Hast du verstanden? Der hat einen Konkurrenten gekauft und die haben dann wieder alle anderen Konkurrenten aufgekauft. Ne? Ja. Hui. Raffinerien in Pittsburgh von 22 auf eine. In den nächsten 5 Jahren festigte Standard Oil seine verdeckte Kontrolle über alle Hauptraffineriezentren, einschließlich New York, West Virginia, Baltimore und in den unmittelbaren Umgebungen der Rohöl produzierenden Region von Pennsylvania. 1877 hatte Standard Oil beinahe 90% der raffinierten Erdölprodukte der Vereinigten Staaten unter seine Kontrolle. Durch aggressive Investitionen im Öltransport weitete Standard Oil seine Monopolstellung aus. Die Eisenbahngesellschaften, eingeschüchtert durch Behauptungen von Geologen, die Ölfelder des Landes seien bald erschöpft, sträubten sich gegen große, auf die Bedürfnisse der Industrie zugeschnittenen Investitionen. Rockefeller nutzte diese Angst aus und übernahm das Aries Weehawk Terminal in New Jersey unter der Bedingung, es für den Öltransport zu modernisieren. Dabei verschaffte er sich sowohl Vorzugstarife
als auch wertvolle Informationen über die Transporte anderer Raffineriebesitzer und war dadurch so mächtig geworden, Öltransporte der Konkurrenz blockieren zu können. Als die Eisenbahngesellschaften sich weigerten, neuartige Tankwaggons zu kaufen, die die früheren Ölbarrels ersetzten, errichtete Standard Oil seinen eigenen Wagenpark. Rockefeller hielt ihren Tankwaggons von der Schiene fern und zwang sie damit zu Zugeständnissen, die seinen Transportkostenanteil gegenüber kleineren Raffinerien weiter erhöhten. Als Pipelines für den Öltransport immer wichtiger wurden, baute Standard Oil schließlich sein eigenes Pipeline-Netz und kaufte einen Anteil an einem anderen Netzwerk, das für sich in Anspruch nahm, von Standard Oil unabhängig zu sein. Bald hatten Rockefellers Pipelines und seine Scheinkonkurrenten ein Kartell errichtet, das sich selbst nach eigenem Gutdünken Produktion und Festpreise zuteilte. So fuhr Standard Oil zum Beispiel unbeirrt fort, Rabatte von Eisenbahnunternehmen verdeckt in Anspruch zu nehmen, lange nachdem sie 1887 verboten worden waren. Wenn Rockefeller aufgefordert wurde, über die Praktiken seiner Firma zu informieren, simulierte er Verwirrtheit oder gab technisch richtige, aber irreführende Antworten. Er ging sogar so weit, ein Meineid in einer eidesstaatlichen Erklärung, die die South Improvement Company betraf, zu leisten. Standard Oil war rigoros darin, die Errichtung einer konkurrierenden Pipeline in den Ölfeldern von Pennsylvania zu verhindern. Die Firma ließ durch Zeitungen verbreiten, auslaufendes Öl werde die Ernte jedes Bauern vernichten, der Rechte für die Strecke an die bauwillige Tidewater Pipeline verkaufte. Rockefeller fand sich erst dann damit ab, als trotz stärkster Anstrengungen das verhasste Tidewater-Projekt abgeschlossen war. Staatsmännisch verweigerte er den Vorschlag eines Untergebenen, die Pipeline zu zerstören, und versuchte stattdessen, Tidewater zu sabotieren, indem er hemmungslos ihre Tarife unterbot und sowohl Ölfelder wie auch Raffinerien blockierte. Schließlich zogen die Verbündeten Rockefellers ihren Vorteil aus den Meinungsverschiedenheiten, mit denen Tidewater intern zu kämpfen hatte, und kauften einen Minderheitsanteil an der Pipeline. Standard Oil und Tidewater gründeten daraufhin ein Kartell, um sich das Pipeline-Geschäft in Pennsylvania zu teilen. Trotz der scharfen Kanten, die Rockefellers Strategien hatten, können sie wesentliche Elemente übernehmen. Aha, scharfe Kanten. Ohne dabei zum Verbrecher zu werden. Eins von Rockefellers Schlüsselprinzipien war, für Veränderungen immer offen zu bleiben. Es dauerte lange, bis er die Bedeutung von Pipelines zu schätzen wusste. Aber als er dann eingesehen hatte, wie wichtig sie sind, zog er seine Sache mit großer Entschlossenheit durch. Ähnlich war es mit seinen anfänglichen Abneigungen gegenüber beträchtlichen Investitionen in das hochexplosive Geschäft der Rohölproduktion. Er überwand sie und baute die Rohöloperation der Firma zu einem 33-prozentigen Anteil an der Produktion der USA aus, da er fürchtete, dass Standard Oil von ausländischen Ölquellen abhängig werden könnte, über die er dann keine Kontrolle ausüben könnte. Mit dem Eintritt von Standard Oil in die Rohölproduktion wurde eine weitere Stärke Rockefellers offenbar: seine Bereitschaft, Risiken einzugehen. In der Nähe von Lima, Indiana, waren neue Ölfelder entdeckt worden. Aber das Rohöl, das in dieser Region gefördert wurde, hatte einen hohen Schwefelgehalt. Unerträglicher Gestank war die Folge. Rockefeller kaufte trotzdem und baute Pipelines, da er darauf spekulierte, der Chemiker Herman Fresh könnte ein Verfahren entwickeln, mit dem man das stinkende Öl aus dem mittleren Westen der USA marktfähig machen könnte. Es war kein ganz so übermäßig großes Risiko, denn Standard Oil war imstande, das schlecht riechende Öl als Kesselheizstoff zu vermarkten. Eine weniger gewinnträchtige Branche als Kerosin. Das Schlüsselprodukt der Vorautomobil-Ära. Rockefeller bot sogar an, das Lima-Unternehmen ganz aus seiner eigenen Tasche zu bezahlen.
Diese Geste imponierte den zunächst zögernden Standard Öl-Direktoren so sehr, dass sie grünes Licht gaben. Schließlich zahlte sich Rockefellers Spiel aus. Als sein Imperium mit Hilfe von Freshs patentiertem Verfahren immense Gewinne einfahren konnte. Die gleiche Risikobereitschaft legte Rockefeller später bei der Mesabi Range an den Tag. Ähnlich wie das Rohöl aus Indiana war das Eisenerz, das man in Minnesota entdeckt hatte, von geringerem Wert. Die Technologie war noch nicht weit genug. Im Gegensatz zum konventionellen Erz aus hartem Stein, das in Minen unter Tage abgebaut wurde, war das Mesabi-Erz ein feiner Puder, der die Hochöfen verstopfte. Rockefeller nutzte, wie früher schon einmal, eine finanzielle Notlage aus, nämlich einen Preissturz bei Eisen, der durch die Panik von 1893 beschleunigt wurde. Leonidas, Merritt und seine Familie, die sehr früh schon den Erzabbau in der Mesabi Range betrieben, hatten sich finanziell übernommen, als sie unbedingt eine Infrastruktur für den Bergbau aufbauen wollten. Peua Poi stellte Rockefeller ihnen Geld zur Verfügung und erwarb im Gegenzug Anteile an den Merritt-Werken. Als Stahlerzeuger herausfanden, wie sie ihre Hochöfen an das Mesabi-Erz anpassen könnten, schoss der Wert dessen, was Rockefeller bisher investiert hatte, blitzartig in die Höhe. Geil. Rockefeller verdiente so viel daran, dass die Merritts behaupteten, sie seien betrogen worden und holten über eine außergerichtliche Einigung eine halbe Million Dollar heraus. Beim Aufbau seiner Unternehmen bemühte sich Rockefeller konsequent um Allianzen, die für beide Parteien von Vorteil waren. Beim Kauf von neuen Firmen für sein Standard Oil Imperium zog er es vor, zu überzeugen, statt Zwang auszuüben. Er übte sich in Geduld und setzte mit Erfolg seinen persönlichen Charme ein. Anders als die Meister des Buy Low versuchte Rockefeller nicht unbedingt zum niedrigsten Preis zu kaufen. Er berechnete den Wert von Investitionen hinsichtlich ihrer strategischen Bedeutung. In manchen Fällen schloss dies... Auch cool, ne? Also ja, nicht immer billig kaufen, sondern ne? Wie wichtig ist das für meine Strategie, das Unternehmen zu besitzen? Natürlich auch die Möglichkeit ein, unrentable Anlagen schließen zu können. Der sonst so kostenbewusste Rockefeller erkannte, dass es von Vorteil sein konnte, vorhandene Manager behalten zu können. Wenn er mit ihnen gut auskam, tolerierte er sogar ein paar leitende Angestellte, die es versäumten, ihren Teil zu leisten. Wenn jedoch keine gütliche Einigung zustande kam, griff Rockefeller zu struktureller Gewalt. So ging er im Zweifel auch in seinen persönlichen Angelegenheiten vor. Einmal entschied er, sein Anwesen in Pocantico Hills zu vergrößern und wollte zu diesem Zweck ein kleines, wie ebenso abgeschiedenen gelegenes Nachbargrundstück zu kaufen. Der Eigentümer lehnte Rockefellers großzügiges Angebot ab, in dem auch ein nahegelegenes Grundstück enthalten war, auf das er hätte umziehen können. Nachdem Rockefellers Vorhaben, großmütig zu erscheinen, gescheitert war, beauftragte er seinen Hausmeister, große Zedern, um das Grundstück des Nachbarn zu pflanzen. Als der Grundstücksbesitzer dadurch zu ewiger Dunkelheit verdammt war, gab er böse bei dem Willen des Ölmagnaten nach. Eine hartgesottene Einstellung. Ich meine, heute wird das nicht mehr so klappen, ne? Ich meine, aber lustig. Beziehungsweise ist schon hart, ne? Aber okay. Also offensichtlich notwendig für den, der hofft, in Rockefellers Fußstapfen treten zu können. Ach, nee, ich hoffe es nicht. So viel Stress will ich gar nicht haben und ich will auch keine Milliarden haben oder so. Das ist mir ein bisschen zu viel. Aber vielleicht ein bisschen langwierig, die Doku. Und sie ist ja jetzt nicht zu Ende.
Es geht ja noch weiter. Also, das ist nur ein Teil davon. Wo ist der Rest? Mein Name ist Michael Kotzer, ich bin Rucksackunternehmer. Ich habe hier noch zwei weitere Videos für dich. Check die auch ab. Ich bin raus. Ciao.